So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu einem, ja, anderen Let's Play von mir. Ich habe ja jetzt Horizon Zero Dawn offiziell aufgehört und kann ja jetzt ein neues Projekt starten. Ich habe mal echt Lust gehabt, ein strikt normales Pokémon Let's Play zu machen von meiner Lieblingsedition Generation 2 Kristalledition. Ja, die habe ich mir damals von meiner Oma bekommen. Ich bin zwischendurch noch ein bisschen am Naschen. Und dementsprechend war die Kristalledition relativ cool. Die hat mir auch relativ viel Spaß gemacht. Und dementsprechend ist es meine Lieblingsedition. Ich mache da schon mal alles so ein bisschen. Für die Leute, die mich auch auf Twitch abonniert haben, beziehungsweise Twitch gefollowt haben, die auf Twitch folgen, die wissen ja, dass wir schon mal ein Randomized-Spiel gemacht haben, wo wir die Kristalledition durchgespielt haben. Dementsprechend kommt euch das Layout ein bisschen bekannt vor. Aber diesmal würde ich gerne... Wir sind ein Junge. Diesmal würde ich gerne... Ja, es etwas anders spielen. Völlig normal, ohne Randomized, ohne Nuzlocke-Challenge, ohne alles. Strikt und einfach... Pokémon. Mal gucken, wie weit wir kommen. Natürlich, wenn ich einmal verloren haben sollte, ist das Let's Play vorbei. Aber wenn die Pokémon sterben, beziehungsweise KO gehen, kann ich sie wiederbeleben. So, dementsprechend, du hast mich aufgeweckt. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Wie spät ist es? Ja. Gebe ich jetzt die richtige Uhrzeit an oder nicht? Ich glaube, das macht jetzt großartig keinen Unterschied. Wir haben jetzt 10 Uhr abends. Und, warte mal, 34 Minuten. Ich werde es ungefähr mit den Pokémon so machen, da ich selber noch nicht genau weiß, welche Pokémon jetzt in meinem Team sind, werde ich immer nach den Aufnahmepausen ja, so ein bisschen die Pokémon dementsprechend dann anpassen. Sprich, wenn ich jetzt Ich habe mir ja schon mein Starter-Pokémon ausgesucht, das bedeutet, ich weiß schon ungefähr, was ich wählen will. Ich glaube, es kriegen wir auch ein passendes Geschlecht. Es wird ungefähr so laufen, dass ich, wenn ich jetzt ein Pokémon fangen sollte, was ich noch nicht vorbereitet habe oder wo ich selbst noch keine Ahnung habe, dann werde ich das in den nächsten Part ins Layout bearbeiten und dementsprechend hoffe ich mal, dass es läuft. Und das wird ein relativ längeres, naja, was heißt langes Projekt. Ich werde jetzt nicht, sagen hier, wenn ich das und das fertig habe, werde ich es jetzt aufhören oder so. Sondern, sagen wir es mal so, die Randomizer Nuzlocke haben wir ja offiziell beendet, als wir Rot besiegt haben. Und hier würde ich gerne noch ein bisschen weitergehen. Weil in Kristall kannst du ja noch den Duellturm bestreiten. Ich würde mir gerne mal ein schönes, ein paar Pokémon züchten und so weiter und so fort. Dementsprechend könnte es ein bisschen länger dauern. Ich will irgendwann mal einen Relaxer auf Level 100 haben. Ich will irgendwann mal gerne Nightera besitzen. Ich würde gerne gucken, wie viele Pokémon-Editionen ich mir... wie viel Evoli-Edition ich mir aneignen kann und so weiter und so fort. Dementsprechend muss ich dann auch mal schauen, wie das läuft, ne? So. Ja. Alles klar. Ich werde während der Aufnahme, so gut ich kann, keine Speedtaster benutzen. Dafür werde ich aber, ja auch keine, ist jetzt gerade ziemlich dunkel und dementsprechend werde ich auch keine Dingsbums benutzen. Facecam und so ein Kram. Oh, die sind ganz schön lecker. Dementsprechend, ja. Genieß einfach mit, die Orden und alles habe ich schon soweit vorbereitet. Wenn ich nämlich gewusst hätte, dass ich irgendwann dieses Jahr noch ein Kristall-Let's Play mache, hätte ich das Layout vom Dingsbums behalten können, aber nein. Ich muss es ja unbedingt alles löschen.
und muss es wieder neu einfügen. Naja. Jo. Heute ist Donnerstag. Noch, ja. Oder? Sommerzeit, Winterzeit ist ja eigentlich relativ Wumpe. So, Mutti, dann wollen wir mal. Na komm, die letzten Schokotale esse ich noch. Ja. Kennen wir schon. So. Ich habe mich schon entschieden. Da steht da oben links der Rivale. Man munkelt, dass es der Sohn von Giovanni ist. Walder, da bist du ja. Ich muss schon etwas bitten. Ich führe gerade neue Pokémon-Forschungen durch. Ich habe mich gefragt, ob du mir dabei hilfst, Walder. Verstehst du? Ich schreibe in etwas, dass ich eine Konferenz vorlegen möchte. Aber das sind noch einige Dinge, die ich nicht ganz verstehe. Darum, ich möchte, dass du ein Pokémon trainierst, das ich vor kurzem gefangen habe. Klar, warum nicht? Walder, du bist mir eine große Hilfe. Wenn ich meine Ergebnisse vorlege, werden wir sicher noch weiter in die Geheimnisse der Pokémon vorstoßen. Darauf kannst du dich verlassen. Ich habe diesen Text immer so schnell geskippt und nie gelesen, dass ich jetzt erstmal realisiert habe, was er mir da gerade erzählt hat. Traurig, aber wahr. E-Mail. Okay, hör zu. Ich habe einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Was für ein einfallsreicher Name. Ständig findet er einzigartiges Zeugs und fängt an, darüber zu fantasieren. Aber jetzt hat er mir eine E-Mail geschickt, in der steht, dass er sich um etwas groß handeln muss. Und das klingt zwar faszinierend, aber derzeit sind wir mitten in unseren eigenen Pokémon-Forschungen. Moment, ich hab's. Walner, könntest du der Sache auch nachgehen? Klar, mache ich. Ich möchte, dass du eins der Pokémon aus einem dieser Bälle trainierst. Du bist, das wird der erste Kamerad eines Pokémon, dieses Pokémon sein, Walner. Such dir eins aus. Okay, ich weiß schon, welches ich nehme. Vollriegel ist natürlich ein cooler Dude. Ist natürlich vollkommen klar. Kanimani ist an sich auch ein solider Partner und Imperator später wird natürlich echt ein super Ding. Aber ich würde gerne mal etwas Neues wagen. Ich würde gerne mal Endivier nehmen. Einfach aus dem Grund, dass Endivier einfach, wie heißt es? Es wird nicht so oft gepickt. Und dementsprechend würde ich gerne mal gucken, ob wir das irgendwie so hinkriegen können. Endivier ist jetzt bei uns im Team. Ja, wenn ihm ab und zu mal, wenn die Melodie ab und zu mal abbricht, dann liegt es daran, dass ich raustappe und OBS irgendwas einstelle. Von daher, jo. Ja, natürlich. Endivier ist ein männliches Endivier. Ich weiß, wer das wird. Nein. Stopp. Nicht Justin. Justin meine ich. Und damit willkommen im verewigten Video des Grafen. So, Justin, unser erstes Pokémon. Ein Endivier. Wunderbar, super. Ich muss nur gucken, dass ich irgendwie noch einen Namensbalken reinstecke. Ist ein Pokémon verletzt, solltest du es mit Hilfe dieser Maschine heilen. Benutze, ja, kenne. Ich zähle auf dich, du gibst mir jetzt einen Trank mit. Super, vielen Dank, wunderbar, tschüss und weiter geht's. Jo. So, die Bilder sind vollkommen willkürlich. Dementsprechend kann ich jetzt noch nicht... Ich könnte sie mir eigentlich alle von PokéWiki nehmen, aber... Ich habe erst nach den eigenen Sprites gesucht und gedacht, machst du selbst welche, aber irgendwie war mir das dann doch zu viel Aufwand. Dementsprechend, ja. Gucken wir mal. Ich versuche es nach bestem Gewissen zu machen. Es ist schon einige Monate her, dass ich angefangen habe, die Kristall zu spielen. Dementsprechend, jo. So, es ist Nacht. Ich glaube, da sollten uns eher Hutthuts begegnen. Es ist kein Randomized, kein Nuzlocke Challenge, nichts
Just Normal Pokémon. Trainingseinheiten und so ein Kram werde ich natürlich rausschneiden. Das mache ich offscreen. Und dementsprechend sollte das alles dann okay sein. Justins Angriff sinkt, ist aber kein Problem. Für Hutut reicht's aus. Glaube ich zumindest. Also ein Divi selbst ist jetzt keine Pokémon-Gattung, die relativ stark ist. Ist eher das Tankige. Aber dafür kann das später ein richtiges Taktiktier werden. Attacke ging daneben. Ach komm schon, Justin, bitte. Ich muss gleich mal das Fenster aufmachen. Ich habe heute ziemlich viel Torchlight aufgenommen. Dementsprechend muss ich auch sagen, dass ich, dass es hier schon ein bisschen warm ist. Aber Fenster auf und Aufnahme ist ein bisschen schwierig. Und Hutut, wetten. Ja, ich wusste's. Aber ich glaube, nachts begegnen die auch wirklich nur Hututs. Ich versuche zu verschiedenen Tageszeiten aufzunehmen. Das bedeutet, ich will jetzt nicht unbedingt bin jetzt hier nicht unbedingt immer nachts unterwegs. Ich hoffe allerdings, dass bei dem Emulator hier, dass die Zeit dort mitgemacht wurde. Ich finde es so schwierig, bei den Original-Cartridges aktuell die Batterien zu wechseln, weil die alle miteinander verlötet sind und das ist ultra nervig. Bei der gelben Edition ist mir beim Abmachen der Batterie ist so passiert, dass mir das Verbindungsteil zur Platine einfach abgegangen ist und das musste ich dann manuell nochmal irgendwie anlöten. Oh, grausam. Und das Schlimme ist, die haben da so spezielle Batterien genommen. Anstatt irgendwelche genormten zu nehmen, nein, irgendwas Spezielles, was du im normalen Laden nicht findest. So, Beere, wunderbar, super. So, was sagst du mir? Ich warte auf Pokémon, die nur am Vormittag auftauchen, ja. Das sagt er immer, glaube ich. Und die sagt uns nur, siehst du die Stufen hier? Du kannst sie nicht hinaufklettern, dafür aber herunterspringen. Du kannst sie nach Neuburg hier ohne durchs Gras zu laufen. Wunderbar. Wir werden uns jetzt natürlich erstmal auf den Weg zum Mr. Pokémon machen. Ah, du bist auch Anfänger, oder? Das ist okay, da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du willst, bring ich dir ein paar Tricks bei. Alles klar. Ja, er labert jetzt hier Müll. Ich nehme jetzt doch mal die Speed-Taste, weil irgendwo nervt es auch einfach. Er hat uns jetzt erzählt, was hier so weitergeht. Er hat uns ein Kartenmodul für unser Pokécom gegeben. Jetzt können wir die Karte so aufrüsten und er hat uns nur gesagt, Pokémon Center, Markt. Und hier geht's weiter. Dementsprechend, jo. Warte mal, wie geht's denn unserem Justin? Ah, dem geht's gut, der hat eine Beere gefressen. Ich hätte ihm eigentlich vor die Beere abnehmen sollen, weil ich glaube, wenn die Beeren nicht nachwachsen, dann gibt es ein Problem, weil ich glaube, wir brauchen auch ein paar Beeren für eine Sidequest. Dementsprechend würde ich gerne alle Beeren, die ich habe, irgendwie aufbewahren. Naja, mal gucken. So. Da ich keine Beeren benutze, würde ich gerne von Justin noch ein paar Tränke kaufen. Wunderbar. So. Entschuldigung. Das sollte in den Beutel gehen. Ja, 7 Tränke, eine Beere, das passt ganz gut. Und dann gehen wir mal hier weiter. Ich glaube, hier kommt dann Hothot und Quapsel, meine ich, nachts. Bin ich mir aber gar nicht so sicher, ob es wirklich Quapsel ist oder ob der tagsüber hier kommt. Ja. Ich versuche hier auch natürlich die Legendären zu fangen. Sprich, wir werden nicht nur bis Rot durchpetzen, sondern ich werde auch versuchen, Lugia zu kriegen. Dann werde ich probieren, Dingsbums zu kriegen. Ho-Oh. Obwohl Ho-Oh eigentlich relativ schwierig ist. Ho-Oh kriegst du, glaube ich, nur, wenn du wirklich Entei Raikou und Sukiyo gefangen hast. Oder Sukune, was weiß ich, bin mir gar nicht sicher. Obwohl Sukune kriegst du eigentlich. Oder Suikune oder was weiß ich. Ist mir eigentlich auch relativ egal, wie man das genau richtig ausspricht.
Als Kind habe ich immer Suryukune gesagt, keine Ahnung, irgendwie an den Ausschrei hier angesetzt, aber irgendwie, ach, was weiß ich, gab es auf der Schule auch schon irgendwie so Bitchfights, wie man es richtig ausspricht. Auf jeden Fall versuche ich die drei Hunde hier zu kriegen. Raubkatzen sind keine Hunde. Und, jo, wenn du die drei hast, dann, ja, dann kannst du Ho-Oh fangen. Ich muss aber gucken, ob ich das wirklich mache. Wie ich das mache. Ob ich das vielleicht wegen dem Let's Play einfachheitshalber nicht per Zufall machen möchte, sondern ob ich mir da vielleicht zumindest ein Entei und ein Raikou per Code irgendwie nicht ins Team, sondern nur auf nur in den Pokédex-Eintrag sehe, dass ich die zumindest ein bisschen verfolgen kann. Weil das ist ja immer das Problem an diesem Wander-Pokémon. Die musst du halt sehen. Dann weißt du ungefähr, wo du suchen musst und dann kannst du denen begegnen. Ansonsten ist das zu random. Und ja, auf der Kristalledition freut man sich dann mal, aber da ich hier versuche, so viel wie möglich zu kriegen, ich werde mir natürlich auch ein paar Pokémon cheaten. Aber nicht darum, weil ich so unbedingt haben will oder so, sondern weil ich hier versuche, den Pokédex voll zu kriegen. Und es ist bei manchen Pokémon einfach nicht der Fall. Das bedeutet, wenn ich dann später irgendwie durch Ranzüchten und alles, ich will gucken, wie weit ich ohne alles komme, ja, ohne Cheese, ohne sonst was. Bis auf das mit den Hunden. Dann will halt gucken, wie viel Pokémon ich so hinkriegen kann. Und ja, dann werde ich die Pokémon, die ich nicht kriege, werde ich mir dann irgendwie dann zumindest eine Entwicklungsstufe, dass ich Zugriff auf die Viecher habe, so hinkriegen. Sprich, ja, diese Tauschdinger oder so werden dann immer relativ schwierig. Von daher. Von daher wird es dann ungefähr so der Fall sein. Sprich, wenn ich einen Apollo habe, dann muss ich mir irgendwie einen Gengar aneignen und so. Und das will ich jetzt nicht durch den Randomizer machen, weil der irgendwie spinnt, da muss ich mir einen neuen runterziehen. Und solche Sachen halt. So, Rätselei, wunderbar. Man kann sogar offiziell alle drei Pokémon... Ah, wisst ihr was? Das machen wir. Das machen wir. Ich werde den Glitch benutzen, um alle drei Pokémon zu kriegen. Und das sollte dann für den ersten Part ausreichen. Oh, Leute. Ja, lange scheint sehr zuverlässig zu sein. Möchtest du mir helfen? Neueste Version Pokédex. Vielen Dank. Machen wir. Das werde ich dann im Schnellraffer machen. Und zwar werde ich euch zeigen. Nimm mal durch den Back. Ah ne, das geht nicht in der Kristalledition. Oh Mist, das geht nur in der goldenen und silbernen. In der goldenen und silbernen konntest du ja theoretisch Pokémon klonen. Diesen Fehler haben sie bei der Kristall rausgenommen. Und mit diesem Pokémon klonen konntest du natürlich dann auch alle drei Dingsbums bekommen. Alle drei Starter. Das war eigentlich eine coole Sache. Ah, ärgerlich. Schade, dass es in dieser Version nicht geht. Na gut, müssen wir das anders machen. Normalerweise ist es so, wenn du ein zweites Pokémon gefangen hast, gehst du hier in ein Pokémon Center und wie heißt? Kurz bevor der speichert, machst du dann den Emulator oder den Gameboy dann aus. Dann hast du theoretisch eine Version des Pokémons auf dem PC. Also gehst zum PC, legst ein Pokémon ab, wechselst die Box und kurz bevor er speichern will, machst du halt aus und wieder an. Und dementsprechend kannst du dann Pokémon klonen. Weil dann hast du nämlich eine Version des Pokémons hier in deiner Dingsbums, an deinem Gürtel sozusagen. Und eine Version des Pokémons auf dem PC. Und ja, wenn du dann halt nach dem Start nicht zum PC gehst,
sondern halt dein Game Boy neu startest, hast du einmal das, hast du dann Vollriegel zum Beispiel, legst du auf die Box, dann hast du einen Vollriegel auf der Box und wenn du dann halt das Spiel neu startest und mit dem Kanimani startest, hast du halt beide. Das ist eigentlich ganz cool. So, der hat sich jetzt Vollriegel gegönnt. Das wird für Justin schwierig. Später, zumindest am Anfang geht's noch. Da werde ich mich gut um den Jungen kümmern. Aber später, wenn der Justin dann ein ausgewachsenes Mekani ist, dann ist er aber feuerfrei. Dann ist er nicht mehr so schwach. Schlägt sich aber gut. Na, Silberblick gefällt mir nicht so gut, wenn er das zu häufig macht. Dann bin ich nämlich anfällig für seine Attacken. Okay, Attacke ging daneben, glücklicherweise. Okay, er zieht mir 4 KP ab ohne Volltreffer, das ist ganz gut. Na, jawohl. In unserer letzten Kristallversion im Stream war Justin auch ein solides Lavados. Dementsprechend, mein Name ist Punktbobong, ich werde weltbeste Pokémon-Trainer sein. Und er hat uns zur Seite getreten, Drecksack. Naja, ich finde es aber gut, dass der später im Verlauf des Spiels sich ein bisschen ändert. Weil er hat nämlich keinen Bock, ständig zu verlieren und checkt dann, dass wir besser sind als er. Und dann fängt er an, das eine oder andere zu hinterfragen. Keine Angst, mein Babyspeck ist gleich leer. Dann hört er mich nicht mehr schmatzen. So, danke, Schwester Joy. Ach ja, die Musik weckt Erinnerungen. Ich will aber durch das hohe Gras laufen, damit ich meinen Justin trainieren kann. Ich kann es doch einfach nicht lassen. Mit dieser Speed-Taste, Entschuldigung. Ich wollte es ja nicht machen. Aber irgendwie. Das ist ein bisschen schwierig. Nein, meine Ausschüsse sind so weit weg. Wunderbar, alle lacht. Ja. Und Rasierblatt. Damit rasiert er. Damit rasiert er das Blatt. Wunderbar, super. Herrlich. Generation 2 ist halt meine Generation, beziehungsweise erste und zweite. Damit bin ich aufgewachsen. Erste Generation hat man gespielt, aber nicht verstanden. Und in der zweiten Generation war man dann schon eher dabei. Hat man dann schon mehr verstanden. Dritte Generation konnte ich auch noch was mit anfangen. Aber ab der vierten Generation... Und ich weigere mich wegen Pokémon, mir jetzt ein DS zu holen. Vor allem die DS mit Capture Cards sind schweineteuer. Naja, vielleicht in ferner Zukunft mal. Ich weiß schon, was unser zweites Pokémon wird. Aber ich glaube, das machen wir. Jawohl. Ja, 24 Minuten, das ist in Ordnung. So, alter Mann, was hast du uns denn zu sagen? Ich hörte, dass hier ein Pokémon gestohlen worden sei. Ich habe vom Professor Lind einige Informationen erhalten. Bei dem Dieb handelt es sich um einen jungen Mann mit langen roten Haaren. Wie? Du hast gegen einen solchen Trainer gekämpft? Hat er dir auch seinen Namen genannt? Ja, wie wollen wir den denn nennen? Poloch? Keine Ahnung. Ähm, ähm,
Popo. Popo mit 2 O. Okay, sein Name also Popo. Ich darf nicht zu kindlich hier werden. Danke, dass du mir bei den Ermittlungen geholfen hast. Alles klar, fängst ihn sowieso nicht. Walner, es ist schrecklich. Oh, was hat Mr. Pokémon denn Großartiges entdeckt? Walner übergibt Professor Lind das Rätselei. Das hier? Aber ist das auch ein Pokémon-Ei? Falls ja, dann ist es in der Tat eine große Entdeckung. Lind wie? Professor Eich hat dir einen Pokédex gegeben? Walner, ist das wahr? Das ist ja unglaublich. Kein anderer ist wie er in der Lage, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen. Wow, Walner, es ist vielleicht deine Bestimmung, der Champ zu werden. Es sei denn, es sieht auch so aus, als könntest du hervorragend mit Pokémon umgehen. Nur solltest du die Herausforderung der Pokémon-Arena annehmen. Die nächste Pokémon-Arena befindet sich in Viola City. Walner, der Weg zum Ruhm ist lang und beschwerlich. Bevor du losziehst, solltest du mit deiner Mama sprechen. Jo, mit meiner Mama können wir sprechen. Die spart für uns Geld und gibt es dann aus. So, ja, Pokémon fangen, wirf sie nach Pokébällen und kriege sowieso noch auf die Nase gedrückt. So, wie viel Kohle haben wir dann? Ja, ich denke mal 1500 können wir der Mutti in den Rachen schieben. Das ist ein niedliches Pokémon. Ja, Justin ist guter Mann. Wo hast du es her? Pff, aus dem Abfall? Nee, gar nicht vom Professor Lind. Du beginnst also ein Abenteuer. Okay, auch ich werde dir helfen. Ich werde dein Geld sparen, ausgeben für Sachen, die du nicht brauchst. Aber was kann ich für dich tun? Ich weiß, ich werde für dich sparen. Auf deiner langen Reise ist Geld sehr wichtig. Soll ich dein Geld sparen? Jo, mach mal. Okay, ich verwalte deine Ersparnisse. Sei auf der Hut. Pokémon sind deine Kameraden. Ihr müsst als Team auftreten. Also, mach's gut. Ja, tschüss. Ich hau 10 ab. Mach's gut, Mutti. Auf Nimmerwiedersehen. Ich bin ein paar Wochen unterwegs. Hi, willkommen. Ich sehe, du bemühst dich sehr. Ja, ich bin aus der Tür rausgegangen, wieder reingekommen. Ich habe dein Zimmer aufgeräumt. Ja, da gibt's ja auch so viel zum Aufräumen. Ich werde mal 1200 abgeben, dass ich noch ein bisschen habe, um mir einen Pokéball zu kaufen. Mehr oder weniger. Jo. Ich habe schon mehrmals gesehen, wie viele Pokémon hast du gefangen. Soll ich dir zeigen, wie man Pokémon fängt? Nein, ich habe... Ja. Wir wissen, wie man Pokémon fängt. Geh mich auf den Sack. So, wollen wir mal gucken, was wir so finden. In Ratzfratz. Ich hatte so sehr auf den Huthut gehofft. Alles Ratzfratz Level 2, nö. Das sieht sowieso keine Tackle vom Justin aus. Oh, doch. Nein. Also ich werde es schon auf jeden Fall fangen, aber Level 2 ist mir für ein Pokémon, was ich nicht ins Main-Team stecken möchte, doch ein bisschen zu blöd. Von daher... Gucken wir dann einfach nochmal, was wir so finden. Das sollte schon so Level 3, Level 4 sein. Dann kann ich was damit anfangen. Obwohl, wenn ich schaffe, heute in den Knofensterturm zu gehen, könnte ich mir einen Lebulak angeln. Das wäre eigentlich ein ziemlich cooler Dude. Ist ein bisschen schwierig zu trainieren, weil der noch keinen Schaden macht. Aber ein Lebulak wäre schon ziemlich geil. Ja, wenn ich mal tagsüber so aufnehmen sollte, mache ich mal die Facecam wieder rein. Aber aktuell ist es ein bisschen schwierig. Zumal ich kein Greenscreen reinmachen kann. Die Lichtverhältnisse hier sind einfach für den Arsch. So, Ratzfratz. Ja, das sollte gehen. Aber warum Level 2? Oh, komm schon. Mach's doch mal richtig. Warte mal. Wir können doch... Ja, ab und zu mal nehme ich dann doch die Speed-Taste, weil es mich irgendwie voll abfuckt. Du, 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 du.
jetzt ist wenigstens Level... Justin, wir haben kein Glück. So. Ich werde auch nur ein paar Pokémon nach was Richtigem benennen. Dementsprechend... Ja, sind wir mal entspannt. So, ratzfratz, schon wieder. Level 2. Ach Mann, immer Level 2. Komm schon, irgendwann reicht's doch auch mal. Ich fange Pokémon, wenn sie es wert sind. Oh. Kleinstein. Kleinstein. Kleinstein wäre natürlich ganz cool. Das Problem ist, dass wir mit Justin jetzt kein Rasierblatt machen können, weil sonst ist Kleinstein im Arsch. Aber den hätte ich schon gern jetzt im Team. Für den Anfang ist er ziemlich gut. Ich habe auch schon einen Namen für den. So, Kleinstein Tackle, 2. Ich bringe ihn, glaube ich, ich denke, mein gelben Bereich sollte ausreichen. So, dann probieren wir es mal. Immer dieses runter und B, das ist so ein... Ich weiß, es bringt nichts, aber irgendwie runter und B oder runter und A, das sind so die Sachen, die ich mir doch dann irgendwie angewohnt habe. Die mache ich immer. Auch heute noch. So, Justin kriegt gleich mal einen Trank. Super. Justin geht's wieder gut. Wunderbar. Tackle brauchen wir nicht. So, roter Bereich. Jetzt müsste es aber in den Pokéball passen. Oh, zum Glück habe ich mir noch ein bisschen Kohle eingespart, genau dafür. Runter an A oder runter an B. Ich weiß nicht. Ah, super. Super, Kleinstein wurde gefangen. Da sie stolz auf ihre harten Körper sind, tragen sie Wettbewerbe aus, um den härtesten zu ermitteln. Na super. Ja, natürlich. Ich nenne ihn... Kiesel. Kiesel, das ist okay. Das ist super. Ich muss mal gucken, ob der Randomizer irgendwie es schafft, zumindest nur die Evolution zu bearbeiten. Der kann normalerweise viel mehr, aber irgendwie kommt dann der Emulator nicht klar. So, wir haben einen Kleinstein im Gepäck hier am nächsten Part. Ich werde den Part jetzt nochmal langsam beenden, weil im nächsten Part werde ich dann ein gutes Bild von Kleinstein raussuchen. Aber vorher nochmal ins Pokémon Center und dann würde ich sagen, bis dahin. Ich heile deine Pokémon. Und ich will nichts dafür haben. Jo, macht's gut, Leute. Euer Graf. Ciao.